Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, das letzte Mal habe ich Fraps Probleme gehabt, dieses Gebiet, wo wir jetzt leider ein paar Mal durch müssen, weil wir müssen mit verschiedenen Eingängen rein, die Imperialen Garten. Ja, da hat Fraps irgendwie Probleme gemacht. Ich hoffe, momentan laggt Fraps nicht. Ja, es laggt nicht. Gut, vielleicht ein Monster kämpfen oder so. Aber da hat Fraps plötzlich Probleme gemacht und dann habe ich die Grafikeinstellung ein bisschen höher gemacht wieder. Und kann ich es eigentlich noch höher machen? Weil irgendwie Fraps halt mit diesem Spiel nicht auskommt. Ja, es ist hier nicht gespeichert worden das letzte Mal. Deshalb. So, jetzt. Ja, ich will sie. Jetzt geht alles wieder flüssig, das ist gut. Fraps ist dann abgestürzt und hat Path of Exile mitgerissen. Und die Welt ist explodiert und das Spiel ist, ja, ins Daten-Nirvana, in die Sonne gerutscht. Irgendwas, weiß ich. Das ist halt Fraps. Ja, es leckt schon wieder. Oh Gott. Fraps. Mein PC ist mehr als gut genug für dieses Game. Aber natürlich auch der Livestream leckt ein bisschen bei verschiedenen Gebieten. Aber das ist eine andere Geschichte. Ah, es ist halt nicht so eine optimierte Engine. Ah, und es hat hier gespeichert. Gut. Das sieht man gerne. Aber die Karte wurde nicht gespeichert. Also, wir gehen jetzt weiter in eines der ersten Gebieten. Ach, muss das sein? Also hier ist nichts. Können wir gleich wieder weitergehen. Ich bin zu schnell und ich habe die Ding nicht, Aura nicht an. Die heißt Aura. Hallo, R muss ich drücken. Falscher Knopf. Also, wir gehen einfach weiter. Ah, hier oben ist wahrscheinlich ein. Dann gehen wir gleich hier rechts durch, wenn es geht. Okay, jetzt leckt es nicht mehr so. Aber trotzdem leckt es leider noch. Also eben die Grafikeinstellungen runterstellen, die bringen überhaupt nichts, weil die Einstellung nicht verbessern. Das ist Fraps, wo so viel Ressource verbraucht und nicht das Spiel. Und ich habe ja 8 GB RAM, eigentlich sollte das aushalten. Also gehen wir zuerst jetzt in die Bibliothek und machen danach noch den Irrgarten, das Labyrinth. Oh, ja. Extra Projektile, okay. Powerful Crits und Resistenz und hier halt noch. Oh Gott. Naja, da wurden wir überrascht. Okay, das passiert aber nicht mehr. Und hier ein Safe-Portal hin. Und jetzt. Mit mehr Taktik. Okay, die machen recht viel Damage. Aha, und noch ein Gelber ist dabei. Gut. Dass der tot ist. Aha, ihr wollt, dass das also so auf die harte Tour. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Ich bin noch nicht ganz drin in Path of Exile. Also eben, ja. Für Hardcore wäre das nichts. Aber hier leckt es wenigstens nicht. Da ich eben auch ein bisschen offensiv, zu offensiv spiele, sind die Tote eigentlich normal ein ständiger Begleiter leider. Weil Path of Exile allein auch nicht das leichteste Spiel ist natürlich. Im Gegenteil. Und wenn die natürlich alle zusammen spawnen, das kennt man ja auch von
Diablo 3. Die spawnen gerne mal zusammen. Irgendwo an einem Eingang oder mit dem Gebiet. Ah, hier ist das Boss-Teil. Der Tyrannosaurus. Der Tyrannurus Maximus. Hier hat es recht viele Dinge. Vielleicht ist das auch ein Itemsuchgebiet. Könnte ich mir nur vorstellen, aber eher mit einer besseren Rüstung. Vielleicht die gegen Eisattacken helfen. Ah, ein Waypoint, sehr schön. Wir müssen jetzt hier unten vier Götzen oder was es sind. Bücher lesen oder so. Anschauen. Und dann bekommen wir da eine Belohnung. Ich glaube Respect Point oder so etwas, weiß ich auch nicht mehr. Wir müssen runter. Wo ist der Eingang nach unten? Die Treppe nach unten. Hallo. Nicht so viele Eisviecher, bitte. Ja, die könnte überall sein, aber die müsste eigentlich... Oh Gott. Bitte lasst mich auch kämpfen, da kann ich nicht liechen. Dankeschön, dass sie weggeht. Oh, das ist ziemlich hart hier unten. Nein, bitte nicht. Friesen, nicht friesen. Nein. Extra Cold Damage, oh Gott. Das sind so Mods für die Monster, die nicht gerade harmlos sind. Wir haben wahrscheinlich sehr wenig Cold Resistance. Darf ich mal schauen, bitte? Ja, 13%, okay. Dann ist es normal, dass wir wahrscheinlich ein bisschen länger eingefroren sind. Ach, Menno. Wir werden jetzt einfach mal die Rüstung holen. Ich hoffe, die habe ich hier am Charakter, also in der Kiste. Hier funkeln wieder die Bezahlsachen, die Skins. Ja, natürlich habe ich sie wahrscheinlich wieder nicht irgendwo auf einem Charakter. Ja. Ach Gott, muss das sein? Ja, das muss sein. Aber wir kämpfen jetzt einfach so durch. So schlimm ist es jetzt nicht. Geht ein bisschen länger, aber kein Problem für uns. Überall gibt es hier Eisgegner. Oder eher gesagt Frostgegner. Extra Projektil, Powerful Crit, alles Mögliche drauf. Sehr nett, dankeschön. Also wir müssen doch irgendwo hier runter. Aber wo? Ah, hallo zusammen. Okay, Sackgasse. Ah, oh, das mag ich ja ganz klar. Gut, so etwas. Die Wege zu finden. Im Gegenteil. Naja, immerhin keine Schlauchlevel. Die halten mich nur wenig auf. Oh Gottchen. Jetzt fängt das an. Extra Life. Okay, Mana Leash Update. Schrott. Relativ gut, zu wenig Damage.
Zu wenig Crit. Nix. Das ist auch nix. Ja, dann halt nicht. Bug, Bloody Flowers. Aha. Lassen wir uns nicht aufhalten, wir gehen weiter. Also hier ist es doch nicht. Da muss es dort oben sein. Hi. Wir konnten wieder mal ein gesamtes Gebiet, bis wir weiterfinden. Den Eingang. Und überall hat's voll gespammt, diese Sachen. Also nach tun wir die Rüstung holen. Da könnten sie jetzt eigentlich schon. Weil wir den Eingang natürlich nicht gut finden, können wir die eigentlich jetzt schon holen. Aber dann haben wir die Links gar nicht mehr, stimmt. Also, wir lassen sie. Wir sind genug stark, um diese Fries-Sachen zu umgehen. Ah, grüß Gott, Eingang. So, sind wir bald Level 39, haben den Game dann zur Verfügung. Wo bist du? Ah, hier. Trianalan Vitellius Prime. Ha! Du machst ja gar keinen Damage mit diesem Wirbelwind-Zeugs. Okay, eine leichte. Hoffentlich. Hoffentlich ist der Gegner, also der Boss hier, nicht so stark. Und es läuft erstaunlich flüssig. Okay, alle Gegner sind hier. So, und hier ist der Rock Exil. Der Daimoi Tui. Tui reißen. Okay. Sieht schon mal gut aus, der Drop, aber ich denke nicht. Wenn wir sie identifizieren, sind sie nicht so gut. Also, jetzt müssen wir hier. Gut. Da haben wir sehr viel Life Notes. Ob wir die jetzt schon nehmen? Life allein ist halt nicht so gut. Wir sparen sie eben auf die anderen. Was hier auf dem Speer ist? Ah nein, das ist ein Stab. Stimmt, das ist ein Stab. Können wir einfach nicht gebrauchen. Das geht doch nicht. Okay, Instant Recovery, wenn Low Life, sehr schön. Hier ist ein Damage Ring. Aber Damage. Vielleicht könnten wir ihn mal gebrauchen. Wir legen ihn in die Kiste, der braucht ja nur einen Slot. Ah, es gibt, glaube ich, Potion, die Einfrieren wegmacht. Genau. So, das könnte ich mal gebrauchen. Life Regeneration. Weg damit. Life Regeneration. Auch hier. Weg damit. Und auch damit weg. Wir brauchen Ruhe. Wir punchen alles down, bis Ruhe einkehrt. Okay, hier muss das Teil sein. Aha, das ist es schon. Bisschen klein. Okay, Damage macht sie, ja, plötzlich viel. Scheiße.
Also, wieder ein Tod, dankeschön. Oh, hätte ich doch mal schneller reagiert. Aber ich konnte nicht so schnell reagieren. Ich war baff. Und die Heizlenker haben ja auch noch gehealt. Wollten healen. Vielleicht habe ich die die zwei zu wenig eingesetzt. So, gleich mal eingesetzt. Aber sie ist ja schon tot. So, jetzt weg damit. Weg damit, weg damit. Weg damit. Lightning Mob. Nicht für uns, aber für die. Für eine Witch oder so ist sie sehr gut. Templar ist auch gut. Aber sie hat eben Cooldown. Was ist das überhaupt richtig? Also macht zweimal Damage. Ah, sie teleportiert einen Gegner, nicht mich selber. Oder so etwas. Okay. Komisch. So. Jetzt wollen wir aber so langsam die Sachen finden. Eine muss hier sein. Ein Buch. Lightning Strike müssen wir nicht mitnehmen. Und Desync scheinbar. Ja. Habt ihr gesehen, wie der Ding geworbt ist? Das ist nicht so gut. Wenn hier Desyncs sind. Weil die Gegner eben Damage machen. Ja, Spark brauchen wir 100% nicht. Hundertprozentig nicht. Überall frieren sie ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg da, weg, weg. Wie viel sind denn hier weg? Also hier geht es entlang. Also hier ist ein Buch, dort unten ist ein Buch. Schön. Eine Seite nur. Okay, kein Buch. Ach, Menno. Schon lange nicht mehr hier gewesen. Aber eigentlich ist es ja ein Buch. Also es sind Bücher. Also habe ich schon richtig gehabt. Also noch 2, 4 müssen wir. Okay. Einfach mal rein. Nichts scheuen. Nur rein und Peng und Peng. Ah, so. Also hier scheinbar nicht mehr. Dort drüben könnte noch eine sein. Da nach oben. Nervt nicht bitte. Hallo? Dankeschön. Okay, da oben ist wahrscheinlich wieder ein gelber Gegner. Ja, natürlich. Ein Elite-Gegner. Loot Rage haben wir genug. Da müssen wir wirklich nicht noch mehr mitnehmen. Das macht irgendwie, dass wir Frenzy Chains bekommen, dafür Chaos Damage erleiden. Und das ist nicht so gut für mich. Noch. Wir brauchen die Life Regeneration.
Vielleicht später können wir mal einsetzen. Zwischendurch, aber ja, Frenzy ist schon stark, aber nervt halt auch ein bisschen. Vielleicht gehen wir dann später auf Frenzy, aber eben jetzt noch nicht. Das ist völliges sinnloses Zeug. So, jetzt gehen wir zurück. Jetzt müssen wir so weit. Nein, wir müssen nicht. Oh Gott, spam die das Inventar zu. So, Library. Und jetzt. Aha, Gems bekommen wir. Elemental Heat hätte ich noch nicht so viele. Ja, gibt's nichts Besseres. Das ist das einzige Anständige. So, jetzt gehen wir noch in das Labyrinth. Das müssen wir uns noch gönnen, diesen Part. Wenn wir es finden. Wir gehen einfach geradeaus. Und wieder leckt es hier Scheiße. Wegen was? Ja, genau. Genau, Freps. Freps.